Lieben, jetzt habe ich noch eine Information von der Polizei gerade bekommen. Nächsten Montag, wenn wir nicht hier sein, dann müssen wir wieder zum Potsdamer Platz. Egal. Kein Problem. Ist total egal. Ich sag's euch nur, damit ihr es wisst, okay? Also nächsten Montag Potsdamer Platz. Bringt jeder noch einen mit, bitte. Das muss jetzt langsam explodieren hier. Der Herr mit dem Hut, Namen kann ich mir eh nicht merken, ey. Ich krieg 50 Anrufe am Tag, ey, Hammer. So, vielen Dank, bitte sehr. Ja, ich bin der Maurice, und zwar aus der Initiative für bedingungsloses Grundeinkommen und habe mal die Fest geschrieben. Ja, und ich fand das ganz gut, was der Vorredner gesagt hat, denn er hat versucht, etwas größeren Bogen zu schießen zu der ganzen Problematik und zu zeigen, welcher Geist eigentlich in dieser Gesellschaft, hört ihr mich besser? Ja! In dieser Gesellschaft einfach herrscht, und ich denke, es ist ganz wichtig, da mal einen großen, großen Bogen zu machen. Und das habe ich versucht in dem Text. Ihr braucht ein bisschen Geduld, aber ich versuche euch wirklich mit eindringlichen Bildern diesen Geist, der hier herrscht, zu schildern. Ich fange einfach an. Angesichts des möglichen und notwendigen Stromes an Erkenntnissen zur Lösung zukünftiger gesellschaftlicher Aufgaben erscheint mir der Ruf der Politiker nach Solidarität der Arbeitslosen mit den in Erwerbsarbeit Beschäftigten als klägliches Rinnsal, das in keiner Weise geeignet ist, das weite Feld der vor uns liegenden Aufgaben fruchtbar werden zu lassen. Ihr Ruf nach Solidarität entspringt einer Monokultur des Denkens, nämlich der Monokultur des Gedankens der Gewinnmaximierung als alleiniger Antrieb menschlicher Arbeit. Ihr Ruf nach Solidarität kultiviert diese absurde Idee. Das Gen der Gewinnmaximierung hat alle unsere Lebensbereiche verseucht. Und die Hoffnung, dass eine weitere Steigerung des schon im Übermaß vorhandenen Überflusses irgendwelche gesellschaftlichen Lösungen hervorbringt, ist durch die Realität längst widerlegt. Stattdessen ist genau dieses Gen, dieses Übermaß, dieser Tanz um das goldene Kalb zum Zentrum und Damoklesschwert für uns und zukünftige Generationen geworden. Ihr Aufruf zur Solidarität ist somit nicht der Aufruf zur Solidarisierung mit der tatsächlichen menschlichen Natur oder gar mit einzelnen Menschen. Nein, es ist vielmehr der Aufruf zur Solidarität mit einem zum Untergang verurteilten Gedanken-, Werte- und Wirtschaftssystem. Dieses System erhebt den aus der Biologie bekannten Prozess des ungebremsten Wachstums, Krebs, zur obersten Maxime. Es deklariert diesen Krebs zum Wirtschaftserfolg und vermisst seine Wachstumsraten täglich an den Börsen dieser Welt. Der Aufruf zur Solidarisierung verkennt das wahre Ausmaß der zerstörerischen Kraft eines solchen Systems. Ein System, das die Diktatur einer Zinsherrschaft nährt, die nach nichts anderem trachtet, als alles Lebendige zu toter Materie zu vergolden und jeden bekämpft, der sich bewusst oder unbewusst dieser Logik entzieht. In einer Gesellschaft des absoluten Überflusses, einer Gesellschaft, die es sich erlaubt, bis zur Hälfte ihrer produzierten Lebensmittel ungenutzt zu entsorgen, in kilometerlangen Regalen Süßigkeiten klimatisiert, hegt und pflegt, während weltweit Menschen auf den Straßen an Hitze und Hungertod sterben. Eine Gesellschaft, die Bewegung mit Bewegtheit verwechselt. Wir uns in Flugzeugen und Autos hunderttausende Kilometer bewegen lassen, ohne uns selber zu bewegen, um dann in Fitnessstudios auf den Laufbändern auf der Stelle zu treten und endliche Ölreserven dazu nutzen. Um in immer mehr größeren und schwereren Autos immer länger im Stau zu stehen. Eine Gesellschaft, in der unsere Lebensmittel täglich Weltreisen hinter sich bringen müssen, um auf unseren Tellern zu landen. Und uns die Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie die unverdauliche Lügensuppe mit ihren Geschmacksverstärkern aus der Werbung und den Chemielabors schmackhaft machen möchte, dass nur sie es seien, die Welternährungsprobleme lösen könnten. Dabei völlig ignorieren, dass ökologische Landwirtschaft einen bis zu fünffach höheren Ertrag in der Summe der Eiweiß
und Kohlenhydrate erwirtschaftet, als das Monokulturen jemals können. Eine Gesellschaft, die mit ihren chemischen Waffen auf unsere Felder und Nahrungsmittel zielt, um dann in den Mägen und Därmen der Menschheit zu treffen. Eine Gesellschaft, in der nur drei Buchstaben zum Alphabet des Konsums geworden sind. XXL. Eine Gesellschaft, die über die Bildschirme täglich hunderte Tote unseren Kindern in ihre Wohnzimmer und Herzen schickt. Und diese in ihre regungslos vor dem Bildschirm sitzenden Körper pflanzt, versüßt mit den bunten Pausen irreführender Werbebotschaften. Eine Gesellschaft, in der es viel Arbeit bedeutet, kein Depressiver, Schaf, Terrorist oder Zyniker zu werden. In einer solchen Gesellschaft müssen wir umdenken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir in einem gigantischen Akt der kollektiven Bewusstseinsspaltung Oberflächen von ihren Inhalten trennen, grausame Wahrheiten immer schöner verpacken, Bilder von glücklichen Hühnern auf die Packungen von gequälten Tieren drucken und Ausbeutung, Kinderarbeit und Ungerechtigkeit mit den farbenfrohen Deckmäntelchen großer Marken verkleiden. Eine Gesellschaft, die ebenso resistent gegen millionenfaches Leid unserer Tiere geworden ist, wie die tödlichen Keime, die wir in deren Mägen durch quälende Haltung und Fehlernährung heranzüchten. Eine Gesellschaft, die aus maßloser Profitgier die Gensequenzen unserer Schöpfung zu Patenten großer Konzerne umschreibt. Ja, ich finde, das hat Applaus verdient. Danke. Eine Gesellschaft, die durch den Kampf um Aktienwerte den Krieg in Gesellschaften auslöst und so steigende und fallende Aktienkurse zu Guillotinen für Hunderttausende von Hungernden, Arbeitslosen, Rentnern und Armen werden. Eine Gesellschaft, in der die zunehmende Verdrängung der Menschen aus ihren Wohnungen, Lebens- und Arbeitswelten der Ausdruck einer flächendeckenden Autoimmunerkrankung unseres Staates ist, der die Kapitalmärkte zum Freund, aber seine eigenen Bürger zum Feind erklärt, sie ausspioniert und in der Ausdruck Gesellschaft, in der Weltkonzerne den Menschen zuerst ihre Lebensgrundlagen rauben, um sie ihnen dann in Flaschen und Dosen teuer zurückzuverkaufen. Eine Gesellschaft, deren Industrialisierung immer ihren Anfang in der Auslöschung, Vertreibung oder Entrechtung indigener Völker hat. Einer Gesellschaft, in der wir durchschnittlich 40% jedes ausgegebenen Euros dazu verwenden, Schulden zu Berge zu begleichen, die eines anderen Geldhaufen sind. In einer solchen Gesellschaft müssen wir umgehen. Wir leben in einer Gesellschaft, die unsere Kinder mit Marken aufrüstet und Gefahr läuft, zukünftige Generationen unter den Abfallbergen dieser Produkte zu begraben. Ja, Mann! In einer Gesellschaft, in der die wertschöpfende Bildung in Kindergärten der verlassene Nebenschauplatz der Deutschen ist, um stattdessen Anführer auf dem Spielplatz der Bundesliga verkommener Finanzspiele zu sein, um dann mit diesem Geld die Universitäten und die Forschung zu Vorhöfen der Wirtschaft zu privatisieren. Ja, Mann. In einer Gesellschaft, in der die Opfer ihrer eigenen Bildungspolitik das Wissen in Schulbaracken verwaltet, statt es in Menschen fruchtbar werden zu lassen. Oh ja. Eine Gesellschaft,
Eine Gesellschaft, in der die lebendige Tiefe des Wissens in unseren Bildungseinrichtungen unangetastet bleibt, weil der Takt der Schulstundenzerstückelung und das in den Amtsstuben und Köpfen wütende Notensammelsystem der Bildungsbürokratie an den Wurzeln der Neugier und der Lust zum Lernen nagt. Und dieser... Abgefressene Stumpf nur zum Aufziehen von Duckmäusern taugt, die sich dann aus dem Bildungssystem mit seelig und menschlich unverdautem Viertelwissen vom Strom möglicher menschlicher Tätigkeit verabschieden müssen, sich durch den schmalen Spalt der Erwerbsarbeit in den Arbeitsmarkt zwängen, da wo die fette Katze Niedriglohn auf sie wartet. Dann ein die Menschlichkeit erdrosselnder Arbeitsbegriff, Arbeitsethos und Arbeitsmarkt sie wieder herauswirkt und die von struktureller Arbeitslosigkeit Erbrochenen dann in die Jobcenter fluten. Dort vom mit Schuld und Gängelung gewürzten Hartz-IV-Zwangsbrei der Erniedrigung gefüttert, durch den gierigen Fleischwolf der Arbeitslosen- und Bedürftigenindustrie in die pellerarmer Hartz-IV-Würste gepresst werden. Ja, ja, genau. Deren eines Ende die existenzbedrohende Sanktionen sind und das andere Ende nicht existenzsichernde Jobs. Und als solches in großen Teilen direkt oder im Laufe ihres Arbeitslebens als Versehrte und Verletzte den Kriegsschauplatz freie Marktwirtschaft verlassen, geplagt von Depression und Burnout in unserem Krankensystem landen. Ja, Mann! Ja. Krankensystem, ja! Und somit erneut eine Struktur vorfinden, die an derselben systemischen Fehlentwicklung leidet wie der Arbeitsmarkt selber und sie eher weiter verwurstelt, als sie wirklich behandelt. Patient, Mensch trifft auf Patient-Krankensystem. Eine Gesellschaft also, in der ehemals gesund Geborene zu kranken Menschen erwachsen, aufgrund fehlender, falscher Bildung und Geisteshaltung. Eine Gesellschaft, in der die Geldmächtigen dieser Welt den Menschen die Freiheit durch das bedingungslose Grundeinkommen vorenthalten, aus Angst, dass dann die Menschen unbedingt für die Menschlichkeit statt für das Geld arbeiten wollen. Eine Gesellschaft, in der wir vergessen haben, dass die Welt im Ursprung ein Geschenk an die Menschheit ist und nicht das Resultat von geleisteter Arbeit. Ja, Mann! In einer solchen Gesellschaft müssen wir umdenken. In einer Gesellschaft, die uns geschenkten Ozeane völlig von Fischen entleert, um sie mit dem Müll unserer Zivilisation zu beladen. Jawohl. In einer Gesellschaft, die auf der Suche nach seltenen Erden immer seltener die Erde unberührt lässt. In einer Gesellschaft, in der jegliche Bedenken und Gefahren neuer Technologien bis in die Nanostrukturen unserer Welt hinein mit Ignoranz und tierbeschichteten Finanzinteressen abperlen. In einer Gesellschaft, in der hungrige Autotanks über hungrige Menschenmäuler siegen und eine atemluftberaubende Gier die grünen Lungen dieser Welt zu Biozapfsäulen brodet und zu Gartenmöbeln verarbeitet. In einer Gesellschaft, in der es kein Callcenter für die Ungerechtigkeit dieser Welt gibt. In einer Gesellschaft, in der die Banken, Konzerne und Marken mehr Macht als Politiker haben. In einer Gesellschaft, in der die Unzerstörbarkeit der Körper von Hulk und Spider-Man umgekehrt proportional zur Verletzlichkeit von uns und unserem Planeten wächst. In den Mainstream-Medien, in heroischen Superhelden und Kriegs... Entschuldigung. In den Mainstream-Medien, in heroischen Superhelden und Kriegsfilmen,
der zähe Panzer der Verdrängung des Todes mit den Gags aus Komödienserien aufpoliert wird und uns die Rüstung aus Vorurteilen und Feindbildern angelegt wird, um uns in Kriege gegen die Welt und uns selber ziehen zu lassen. Angeheizt von den Ballerspielen erlebten militärischen Allmachtsfantasien, isoliert im Bunker des Konsums sitzend, die Augen mit Gucci-Brillen verbunden, gekettet an die Spionagetool von Apple, Samsung und Sony und das Bild einer heilen Erde in die Gehirne und Bildschirme dieser Welt projiziert wird. In einer Gesellschaft, die uns mit den absurden Versprechen des Kapitalismus abspeist, dass wir wie Zombies satt von dem Fleisch unserer Körper werden können, das wir uns selber aus dem Leib reißen, um letztlich auf das vergoldete Gerippe unserer nackten Existenz zu stoßen. In einer Gesellschaft, in der die Massenmedien das Grab der Wahrheit bilden. Eine Gesellschaft, deren Presse uns mit Neuigkeiten versorgt, deren Informationstiefe kaum höher ist als die Brüste aufgepolsterter Boulevardsternchen. In einer deutschen Gesellschaft müssen wir umdenken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir die Alternative zwischen 50 verschiedenen Kaffeemaschinen haben, aber unser Wirtschaftssystem uns als alternativlos verkauft wird. In einer Gesellschaft, die mit Hilfe von Atomreaktoren einen Tsunami überbordender Produktströme annehmen hält. In einer Gesellschaft, in der wir im Kosovo und im Irak die Verdrängung der wahren Motive für diese Kriege zum Führer uranbestückter Panzerwaffen machen, bomben wir diese tiefgehenden Lügen in die Gene kommender Generationen. Und die grausam begangene Verzerrung und Entstellung der Wahrheit erblickt in Form schwer deformierter Säuglingskörper erneut das Licht der Welt. Ja, Mann! Aber ja! In einer Gesellschaft, in der die Wahrnehmung der Qualen und Schrecken von Hiroshima, Tschernobyl und Fukushima viel schneller zerfällt als der Atommüll für die nächsten 100.000 Generationen. In einer Gesellschaft, in der wir alle dem Erdkörper entrissenen Stoffe erst in unseren Produkten verarbeiten und sie dann in unseren Gehirnen, Organen, Knochen, Geweben und Zellen wiederfinden und dort die Verletzungen fortschreiben, die wir mit der Förderung aus der Erde begonnen haben und dabei alle chemischen und moralischen Grenzwerte überschreiten. Wirtschaftskrieg macht Körperkrieg. Ja! Wir leben also in einer Gesellschaft, die den derzeitigen Zustand des absoluten Überflusses einer Minderheit auf Kosten einer Mehrheit, auf Kosten zukünftiger Generationen und auf Kosten seelischer und körperlicher Gesundheit zur Normalität erklärt. In einer solchen Gesellschaft gilt es als wesentlich größerer Akt der Solidarität mit der Gesellschaft und mit der eigenen menschlichen Natur, all das nicht mehr zu tun. Es gilt sich stattdessen solidarisch mit der Erkenntnis zu erklären, dass Ressourcen endlich unerschöpfbar sind und uns allen gehören. Es geht um qualitatives Wachstum, damit weniger mehr sein kann. Es gilt sich von der Produktion materiellen Überflusses der Produktion inneren Reichtums zuzuwenden. Einem Reichtum an Bildung und Bildern,
einem Reichtum an Erkenntnis, das uns mehr verbindet, als uns trennt. Einem Reichtum inneren Erlebens. Es gilt den immer greller werdenden Blitzen und dem Funkeln unserer Werbe- und Produktwelten entschieden, den Glanz inneren Seins Einkehr und Stille entgegenzusetzen. Es gilt, den kollektiven Prozess der Verdrängung, den uns unser jetziges System abverlangt, zu beenden. Es gilt, mehr sein als haben und das zu tun, was unsere Seelen und Körper wirklich nährt. Damit erkläre ich mich solidarisch. Danke.